Sie fragen sich, ob eine Stiftung in Liechtenstein das Richtige für Sie und Ihr Vermögen ist? In diesem Video gebe ich Ihnen einen Überblick über dieses Gestaltungsinstrument in nur 60 Sekunden. Hallo, ich bin Bernfried Rose von der Kanzlei Rose & Partner. Unsere Stiftungsexperten, Fachanwälte und Steuerberater betreuen bundesweit vermögende Privatpersonen und Unternehmer in allen Fragen der Nachfolge und des Vermögensschutzes. Durch die Übertragung von Vermögen auf eine Familienstiftung kann man es langfristig bündeln und schützen. So eine Familienstiftung kann man auch in Liechtenstein gründen. Das geht schneller als in Deutschland und man braucht nur 30.000 Euro Mindestkapital. Außerdem hat Liechtenstein insgesamt ein stifterfreundliches Recht, einschließlich größerer Flexibilität bei Satzungsänderungen. Das alles hat seinen Preis, zum Beispiel in Form der vergleichsweise hohen Verwaltungskosten. Bei der Erstausstattung der Liechtenstein-Stiftung mit Kapital gilt aktuell nicht das hiesige Steuerklassenprivileg für die Schenkungssteuer. Dafür gibt es aber in Liechtenstein keine Erbersatzsteuer, die in Deutschland alle 30 Jahre anfällt. Liechtenstein kennt auch keine Körperschaftssteuer auf die Stiftungserträge. Dieser Vorteil ist jedoch an strenge Voraussetzungen geknüpft, für die es einige Stolpersteine gibt. Stichwort Verwaltungssitz, Außensteuergesetz, Wegzugsbesteuerung. Eine pauschale Empfehlung für oder gegen eine Stiftung in Liechtenstein, ohne den konkreten Einzelfall genau zu prüfen, kann es also nicht geben. Schauen Sie sich gerne unsere weiteren Videos zum Thema Vermögensschutz an und informieren Sie sich ausführlich auf unserer Webseite. Machen Sie es gut und behalten Sie recht.